Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen schönen guten Morgen, hier ist der Achim und das ist der Geek Talk Daily für Mittwoch, den 5. Juli. Heute dabei Microsoft, Instagram, Samsung und Deezer. Fangen wir mit Microsoft an. Die verändern sich ja seit einiger Zeit schon und gehen weg von ihrem klassischen Desktop und Server, also eine Software für Desktop und Server, und hin zu Cloud-Angeboten und generell halt ja zu Dienstleistungen, also Services wie Office 365 und anderen Programmen. Das führt nämlich dazu, dass sie jetzt da umgebaut wird. Das wird ja gerne häufig bei Microsoft intern und daher verändert sich nun dort der Sales- und Marketingbereich und genau um halt zu shiften von halt Software zu Dienstleistungen. Und dementsprechend wird Microsoft auch wieder Leute entlassen. So schaut es wohl aus. Also US-Medienberichte haben das nun verkündet, dass das kurz davor steht. Und das ist leider auch nichts Neues, denn Umstrukturierung sowieso, aber auch schon 2015 und 2014 wurden bei Microsoft Mitarbeiter entlassen. Und jetzt schauen wir mal, wie viele das jetzt sein werden und ob das auch die deutschen Standorte betrifft. Und diese Woche wird es nun endlich soweit sein. Instagram, die künstliche Intelligenz von Instagram, wird Spam-Kommentare löschen. Also die Kommentare, die man so bekommt unter seinem Instagram-Foto, wo einfach nur wow und hi und tolles Bild steht, die eigentlich nur dafür dienen, damit man neugierig wird, auf einen anderen Account klickt und die erhoffen sich dann entsprechend, dass man denen folgt. Sowas macht irgendwie keinen Spaß und das möchte Instagram mit einem automatischen Filter vermeiden, der halt von künstlicher Intelligenz befüllt wird. Und ich bin wirklich gespannt, ob das so gut klappt. Es kann natürlich auch in die Hose gehen. Was wir ja eigentlich schon erwartet haben, wird wohl jetzt wirklich ein sehr konkretes Gerücht. Das ist, dass Samsung an einem Smart-Lautsprecher arbeitet. Der kommt dann mit deren digitalen Assistenten Bixby, logisch, trägt intern den Codenamen Vega. Also es wird wirklich dran gearbeitet, wenn schon intern ein Codename für ein Produkt dasteht. Und die überlegen sich wohl noch, was passieren soll, was am Ende halt auch den Preis wahrscheinlich bestimmt. Und wir rechnen damit, dass der halt zeitnah auch zum Apple-Produkt dann am Start sein wird, um mit dem HomePod zu konkurrieren. Und letzte Thema für heute, Deezer. Das ist ja auch ein Musikstreaming-Dienst. Der macht, einer der kleineren, der macht aber auch sehr viele innovative Sachen. Und der hat nun unter dem Label Deezer Originals, dort haben die Eigenproduktion, einen neuen Podcast gestartet. Und das ist ein Krimi-Podcast, regionaler, und der heißt Das Böse. Der ist am Sonntag gestartet. Und wer Lust hat auf Krimis, kann halt mal bei Deezer reinhören. Denn die erste Folge kann man auch ohne Abo sich anhören. Also von daher, probiert es mal aus, wenn er auf Krimi steht. Und ansonsten, kurze Folge für heute. Wir sind mitten im Sommerloch. Ich wünsche euch trotzdem zur Mitte der Woche auch einen schönen Start in den Tag und Endspurt für den Rest der Woche. Und dann hören wir uns hoffentlich morgen wieder. Ciao, ciao. Hört mehr Geek Talk.